Komm an Bord und werde Teil unseres Teams. Denn wir leben Gesundheit. Von Mensch zu Mensch sind wir da, um unseren Patienten und Patientinnen zu helfen. An lebenswerten Standorten in einer Wohlfühlregion. Sana Kliniken Niederlausitz. Dein Job im Lausitzer Aufbruch. Hallo und herzlich willkommen zu Seenluft 24, der Tag mit den wichtigsten Meldungen vom 1. Juli. Südbrandenburg hat jetzt eine Uniklinik. Heute, am 1. Juli, ist der offizielle Gründungstag der Medizinischen Universität Lausitz, Karl Thiem. Die Auswirkungen wird jeder spüren können, denn auch die Sana-Kliniken Niederlausitz oder das Elbe-Elster-Klinikum werden zu Lehrkrankenhäusern der Uni. Die ersten Medizinstudierenden sollen im Herbstsemester 2026 immatrikuliert werden. Durch den Aufbau der Unimedizin entstehen rund 1.300 neue Arbeitsplätze. Das Mega-Strukturwandelprojekt wird in den nächsten 15 Jahren rund 3,7 Milliarden Euro kosten. Gut 1,8 Milliarden Euro wird das Land Brandenburg beisteuern. Essen und Trinken, das war das Motto des diesjährigen Sommerkonzertes der Musikschule des Landkreises Oberspreewald-Lausitz. Im Amphitheater traten die jüngsten Musikschüler bis hin zu erfahrenen Ensembles auf. Sie spielten eine bunte Mischung fröhlicher und beschwingter Melodien zum Thema Essen und Trinken. Traditionell hatte auch die aktuelle Bläserklasse des Friedrich-Engels-Gymnasiums Senftenberg in diesem Konzert ihren letzten großen Auftritt. Vor 2 Jahren hatten sie mit Ausbildung im Programm Klasse Musik begonnen und können jetzt zum Beispiel in die Big Band. Das Konzert bietet eine wunderbare Gelegenheit, die Fortschritte der Schüler zu zeigen und ihre Begeisterung für die Musik zu erleben. Also dieses Konzert hier im Amphitheater ist für uns der absolute Höhepunkt jetzt zum Ende des Schuljahres. Und es hat deshalb so eine große Bedeutung, weil es eben die Möglichkeit bietet, dass wir ganz viele verschiedene Ensembles zusammen koppeln. Und naja, wir machen es ja nur für die Schüler. Es geht ja gar nicht darum, dass die Lehrkräfte sich hier präsentieren. Das macht man natürlich genauso. Und gerade in den Ensemblen hat man ja oft das gemeinsame Musizieren. Am Ende des Konzerts gab es ein großes Abschlussmedley mit allen Beteiligten. Solisten, Chor, Orchester, Big Band und Rockband. Das mitreißende Finale, bei dem alle Musiker gemeinsam auf der Bühne stehen, war für die jüngeren Künstler und das Publikum der Höhepunkt des Abends. Der Tourismusverband Lausitzer Seenland Brandenburg und das Oberstufenzentrum Lausitz wollen künftig gemeinsam für die Fachkräftesicherung im Tourismus sorgen. Dazu haben die Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Lausitzer Seenland, Katrin Winkler, und der Schulleiter des Oberstufenzentrums Lausitz, Georg Held, eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Im Zentrum der Bemühungen steht die Ausbildung zur Kauffrau, Kaufmann für Tourismus und Freizeit. Sie wird in ganz Brandenburg ausschließlich am OSZ Lausitz angeboten. Durch die enge Zusammenarbeit können praxisnahe Ausbildungsinhalte vermittelt und gleichzeitig die touristische Attraktivität des Lausitzer Seenlandes gesteigert werden. Die Jugendfeuerwehr Lauchhammer kann eine gute Bilanz ziehen. Die gut 100 Mitglieder in den 4 Jugendgruppen haben zum Stadtfeuerwehrtag einen Ausbildungshöhepunkt erlebt. Die Jugendgruppen in Lauchhammer Mitte, Lauchhammer West, Grünewalde und Kostebrau haben aktuell einen Mitgliederrekord. Das wurde auf der Jahreshauptversammlung im Januar deutlich. So sind innerhalb eines Jahres 20 neue Jugendfeuerwehrmitglieder aufgenommen worden. Und das ist der Arbeit der Jugendfeuerwehrwarte zu verdanken. Am Samstag, also quasi heutigen Tage, findet ein Stationsbetrieb statt. Dort wird Geschicklichkeitsübung abgerufen von den Kindern. Eine DRK-Ausbildung findet statt. Und im Hintergrund, wie zu sehen ist, eine technische Hilfeleistung. Wir haben aktuell 100 Kinder in der Jugendfeuerwehr Lauchhammer. 70 befinden sich hier im Zeltlager und arbeiten bei bestem Wetter die Station hier ab. Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 18 Jahren können in den Kinder- und Jugendfeuerwehren aktiv werden, um später die Einsatzeinheiten zu verstärken.
Die Arbeitslosigkeit ist im Juni leicht gesunken. Aktuell waren im Agenturbezirk rund 18.200 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Das sind rund 350 weniger als vor einem Monat. Dafür stieg die Zahl der Langzeitarbeitslosen, also der Menschen, die ein Jahr oder länger ohne Job sind, auf mehr als 6.500. Zum Vergleich, im Juni standen in den Agenturbezirken Senftenberg und Lübbenau knapp 6.400 freie Arbeitsstellen zur Verfügung. Gesucht werden besonders Fachkräfte im Verkauf, Büro- und Sekretariatsfachkräfte, Berufskraftfahrer, Mitarbeiter in der Lagerwirtschaft sowie in der Gastronomie oder dem Gesundheitssektor. Und hier folgen nun weitere Kurzmeldungen. Maschendraht und Erntefieber heißt es an diesem Wochenende im Amphitheater in Großkoschen, wenn die Theatergruppe Großkoschen gemeinsam mit dem Publikum in den Mikrokosmos am Gartenzaun schaut. Eine ordentliche Portion Humor und Selbstironie ist garantiert, schreibt das Theater. Am 2. Juli öffnet im Spreewaldhaus in Lübbenau das erste Pflegekompetenzzentrum im Land Brandenburg. Es erweitert das bisherige Angebot des Pflegestützpunktes USL. Aufgrund der Eröffnung entfallen an diesem Tag die Sprechtage in Senftenberg und Lauchhammer. Plesser bekommt neue Straßenlampen. Die Amtsverwaltung will eine Leitungsneuverlegung der Mitnetz GmbH nutzen, um die Straßenbeleuchtung in der Rudolf-Breitscheid-Straße und der Elsterwerda-Straße zu erneuern. Das teilt das Amt mit. Die neuen Standorte der Beleuchtungsmasten wurden bereits festgelegt. Die Pläne sind auf der Internetseite des Amtes Plesser oder in der Bauverwaltung noch bis zum 1. September einsehbar. Das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport gab in den letzten 2 Jahren fast 60 Millionen Euro für die Sportförderung in Brandenburg aus. Das ist das Ergebnis der Kabinettssitzung der letzten Woche. Die Unterstützung half Vereinen, Projekten und der Nachwuchsarbeit. Sportminister Steffen Freiberg betonte, dass Sport die Gemeinschaft, die Integration und die Gesundheit fördere. Die Corona-Pandemie und hohe Energiepreise belasten die Vereine stark. Die Regierung unterstützte sie finanziell, was zu steigenden Mitgliederzahlen führte. Über das Programm Aufholen nach Corona wurden Schwimmkurse und das Projekt Kinder in Bewegung gefördert, um Bewegungsrückstände auszugleichen. Und das waren unsere Meldungen. Jetzt folgt hier der Polizeibericht. Am Wochenende wurde auf einem Hotelparkplatz in Senftenberg ein angeschlossenes E-Bike von einem Autofahrradträger gestohlen. Die Schadenshöhe beträgt mehrere tausend Euro. Vom Außenverkaufsgelände eines Geschäftes in der Straße an der Schwarzen Elster in Lauchhammer stahlen Unbekannte am Wochenende 3 Sitzgarnituren und richteten so einen Schaden von über 1.000 Euro an. Über das vergangene Wochenende erhielten mindestens 6 Senioren aus Finsterwalde Anrufe, in welchen sich der Anrufer als Polizist ausgab. Die Senioren wurden nach Schmuck, Geld und Wertgegenständen befragt. Angeblich sei eine Diebesbande in Finsterwalde unterwegs. Eine Frau ist auf diese Betrugsmasche hereingefallen. Die Polizei warnt erneut vor dieser Art von Betrügern. Und das waren unsere Nachrichten für Sie. Hier folgt nun noch das Wetter. Egal ob frühlingshaft mild, sonnig, regnerisch oder frostig. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Senftenberg, Ihrem Partner für Gas, Strom und Fernwärme. Am Dienstag wird es leicht bewölkt mit Niederschlag am Mittag bis zum Abend bei angenehmen 14 bis 16 Grad. Der Mittwoch ist ebenfalls bedeckt und es bleibt trocken. Die Temperaturen liegen bei 13 bis 17 Grad. Donnerstag ist die Sonne hinter einer dichten Wolkenwand versteckt, mit leichtem Regen am Abend bei Werten von 12 bis 19 Grad.